Da wäre einmal die Nase hoch. Ich glaube, ich habe sowas hier so nie wieder in den Augen gesehen. Vanessa ist eine geile Sau. Wie viel haben wir heute schon drinnen? Ein, zwei? Was? Ein, zwei. Männer? Du musst nicht nur ein Fuchs sein, brauchst auch ein langes Schwein. Ja! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu neuem Video Southside. Heute geht's los. Wir machen mal wieder eine kleine Straßenumfrage. Freunde, ich sag euch eins. Ich hab so viel versucht, es ging einfach nicht, Freunde. Die kleine Pause muss ich mich entschuldigen für, aber ich habe so viel gedreht, das hat nie hingehauen. Heute geht's darum, wir machen... Was machen wir eigentlich, Digga? Wir fragen einfach mal, wie viel die Leute... Ja, man! Hey, wie viel ist dein Outfit wert? Es geht darum, wie viel du verträgst. Wie viel hast du heute schon gesippt, mein Hübscher? Ein, zwei Weinschorle, jetzt bin ich richtig oben. Freunde, wir fragen einfach, wie viel die Jugend verträgt. Es ist gerade die Zeit am Start, wo einfach viel wieder Leute auf den Straßen sind. Ich finde es wunderbar, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Wie viel vertragt ihr eigentlich an Alkohol? Guck mal meine Stimme an. Ja, schrei mal ein bisschen. Ich kann nicht mehr. Die hat keine Stimme mehr. Kannst du nicht mehr schreien? Nee. Wo ist sie gestern weggegangen? Wo? Weiß auch nicht. Yo, who the fuck for Michael Jackson? Digga, was ist das denn für ein geiles Ding? Hey, Tom's Brie. Alle! Ja, Junge! Bis dann, Feld! Weiter! Digga, wie viel hast du euch schon gesoffen? Zu viel. Also, von Trichtern her bin ich auf jeden Fall schon zweistellig. Bruder. Und? Der Bruder. Und. Digga, aber wie viel schaffst du so, bis es echt vorbei ist bei dir? Also, ich bin ja gerade nur am Bier trinken, weißt du? Ja. Wie viel Bier schaffst du? Von Bier werde ich nicht mehr dicht. Steh mal auf einem Bein, Digga. Genau. Jetzt Augen zu. Leute, ich find's schön. Wisst ihr, was ich mir immer ganz romantisch vorstelle? Stellt euch mal vor, die machen ein Kind, dann fragen die sich: Mama, wie hast du eigentlich Papa kennengelernt? Digga, die chillen. Nehmen Dixie Klo und gönnen sich da ein bisschen romantische Anmachsprüche. Lass mal gucken. Oh, ist das schön. Darf ich euch mal was fragen? Ja, fragt uns was. Ach du nein. Digga, ich find's voll romantisch, Digga, dass ihr euch hier so eine Location gesucht habt, wo man einfach mal so romantisch die Dame kennenlernen kann. Gell, kann ich nichts Besseres einfallen lassen. Nehmt Dixie Klo. Ja, gell. Die Augen zählen doch, oder? Die Augen. Und der Geruch. Ich bin so nach Kacke, Digga, und die chillen hier einfach. Ich hab gedacht, die macht Kollege. Warum chillt die hier beim Kackklo, Digga? Versuch mal, Digga, ich hab ja gesehen, du hast ein bisschen mit dir geflirtet und so, ne? Sind wir ehrlich. Guck mal, wir stellen uns das vor, die Dame chillt hier bei den Toiletten, so wie man es immer macht, und der Bruder kommt jetzt. Also, Bruder, du kommst jetzt und dann geht's los. Let's go. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe sowas hier so nie wieder in den Augen gesehen. Was soll das? Oh Mann, das ist keine Ahnung, was soll ich jetzt hier labern? Servus. Was hast du hier auf der Brille? Zeig mal her. Kiss or slap. Entschuldigung, die Damen. Einmal kurz stehen bleiben. Guck mal, wir haben hier... Nee, du schnell. Kiss or slap. Komm, schnell. So, die Damen. Einmal kurz. Wir haben hier etwas, was dieser Mann anbietet. Kiss or slap. Jetzt, aber guck mal, die... Ich kenne dich von YouTube. Ich kenne dich von YouTube. Ja, lass mich nicht. Guck mal, Kiss or Slap bei diesen lieben Herren. Oh Gott, ich hab leider einen Freund, da krieg ich eine richtig liebevolle. Oi. Ja? Kiss or Slap bei dem Herrn hier? Slap. Ja, dann rein in die Masse. Rein in die Masse. Was war das denn? Ja, darauf stehst du, mein Freund. Kann das sein? Digga, aber die Frage, wie viel verträgst du eigentlich so? Also heute habe ich irgendwie schon 5 Trichter gezogen. Ich bin echt mies am Arsch nach dem ganzen Scheiß. Was ist denn ein Trichter gezogen? Ja, hallo, hier hast du nicht die ganzen Trichter gesehen hier, die ganzen Mona Lisas von den ganzen Trichtern hier. 3 Trichter auf einmal hochgestellt auf einen scheiß Stock oder so, keine Ahnung. Ich pack auch nichts mehr. Ja. Und dein Anmachspruch an die Damenwelt? Brauche ich nicht. Machst du nicht? Wie machst du's? Mach ich nicht. Komm von alleine. Mama-Sala! Ich fühl mich geil! Hatte geil, ich kenn dich. Mund auf! Ey! Body crazy curvy, wavy big titties, lil waist. Body crazy curvy, wavy big titties, lil waist. Body crazy curvy, wavy big titties, lil waist. Bisschen Anstand. Digga, wer bist du denn? Bisschen Anstand. Wer bist du? Okay. Ist deine Freundin? Ja. Echt? Ja. Ganz ruhig, okay? Ist er immer so stinkig? Nein, aber wenn du mir auf den Arsch spritzt, Alter, what the fuck? Darf man das nicht? Nein, darfst du nicht. Ja, ich bin die Freundin. Oh, das tut mir leid. Wenn das jemand machen darf, dann bin ich das. Ja, ja. Und wie oft hast du das schon gemacht? Hä? Wie oft? Das ist Privatsphäre! Was ist das? Das ist Sphäre privat! Bruh. Sag jetzt nichts Falsches, okay? Ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Auf dem Luxusklo. Bruder, es ist wirklich so heiß, ihr müsst darauf achten, dass ihr genug trinkt, Alter. Das geht ja gar nicht. Vielleicht passiert, Digga! Bei so einer Musik fühle ich mich immer so frei. Du wärst echt so weit, um hierher zu kommen. Extra für dich, meine Bitch. Nur für mich, nur für mich. Schön, ne?
Achtet ihr denn auf eure Hydration, dass ihr genug Wasser drin habt? Da ist auch Wasser drin, oder? Ja, aber das dehydriert doch. Willst du ein bisschen Wasser? Zunge raus. Digga, das ist so falsch. Machst du dich an mich ran? Nee, möchtest du das? Ja. Dann nein. Ab wie viel Bier wäre ich attraktiv für dich? Ich habe einen sehr schlechten Geschmack. Das heißt, du stehst auf mich? Jetzt schon. Digga, warum kann man alles machen? Alles gut, ihr Schweine. Und? Ja. Hallo. Ja, wer bist du? Vanessa. Alles gut, alles gut. Hä? Bruder, guck mal, ich hab nicht mal ein Bändchen. Hi! Hast du an deine Hydration, hast du an deine Hydration gedacht? Ja, ich hab Wasser. Hier, noch Mund auf. Yeah, Lisa! Was ist denn los? Vanessa! Die Vanessa ist eine geile Sau und singt mit uns das Buselied. Links Buse, 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 Buse und rechts Buse, 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 Buse und vorne Buse, 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 Buse und hinten Buse, 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 Buse. Wie klärst du denn die Frauen? Wie klärst du denn die Vanessa? Mit welchem anderen Spruch? So. Hab ich hier noch weiß? Nee, warum? Kannst du mich einschmieren? Ich hab's mit 21-Jährigen rumgemacht. Ja? Und heute Abend kommen noch ein paar. Wie ist es abgelaufen? Einfach Brille tragen, fertig, ne? Die ist gekommen, da bin ich zu ihr hin und wir haben rumgemacht. Digga, ich sag euch wirklich, ihr müsst aufpassen, Alkohol, das darf man nicht unterschätzen. Wasser, viel besser. Hast du einen Anmachspruch für mich? Sterne sind gelb, aber deine Zähne sind schöner. Die Vibes sind gut. Ja. Gut. Hast du schon eine hier geklärt, oder wie? Eine ist gute Frage. Eine, ja. Und wie viele Männer? Ja, ich bin übrigens vom Schwarzwälder Bote hier, Pressevertreter. Fabio Leder, was ist mein Machspruch? Was ist dümmer als ein Heinstädter? Zwei Heinstädter. Schneller! Schneller, Junge! Wie man sein Gesicht macht. Komm, Junge, zeig's nicht! Picture! Ja, mach mal ein Picture. Und wie ist es? Nice! Super! Nice! The strongest! The sun is so strong, baby! The strong is so sun, ne? The sun is so strong, baby! Ja, ich hab's sogar. Und, wie viel verträgt er? Also, ein paar Runde Flecky, aber da haben wir schon hinter uns. Wie viel verträgst du? Ich? Ja, ja. Auf Ex! Nein, auf Ex! Ich kann das nicht machen. Nein, wieso jetzt? Ich muss voran! Wurde dich schon mal hier angesprochen mit dem Anmachspruch? Heute oder generell hier? Allgemein. So fun! Das ist der beste Anmachspruch. Wie viel müsst ihr trinken, damit ihr die Männer hier attraktiv findet? Hey, ich finde, hier laufen richtig schöne Menschen rum. Also ja. Mädchen und Jungs, richtige also beide. Schütte. Richtige Schütte. Ja. Am Osho Tagshow. Und wie viel muss passieren, dass ein Dreier rumgeht? Also mit den Dänen nicht. Das ist was anderes. Geht es gar nicht? Hä? Doch. Oh. Ein Dreier. Ja. Hier. Ja, aber also nicht hier. Nee. Wird das funktionieren oder was? Mit ihr, hä? Ich hätte Zeit gerade, also. Habt ihr einen Anmachspruch? Komm schnell einen rüberflattern. Komm, ich zeig dir was. Nicht zeigen! Zeig doch nicht deine Arsch jetzt! Der zeigt einfach seine Arsch. Ey, ich muss ehrlich kotzen! Ich muss ehrlich kotzen, Digga! Was sagst du für einen Fleck auf dem Zahn? Ja, das ist Snus, oder was? Nimmst du das? Ja, Haram? Ja, nee, das ist gut für Lunge. Gut. Ja, weißt du? Bruder, wie machst du die Darm klar? Wie ich sie klar mache. Yeah. Normalerweise habe ich so eine coole Brille dabei mit Kiss Me drauf und dann. Ja, die. Yeah. Nee, ich krieg eigentlich nur Körbe oder so. Ja? Yeah. Ja. La, die wunderschöne Leila! Die wunderschöne Leila! Viva Gott! Ich wurde nach dem Autogramm gefragt, Digga! Ab geht's, Junge! Krass, oder? Mein erstes Dings. Wie heißt es? Wo willst du hin? Auf die Brust, Digga. Bei dir geht's auf die Brust. Tom. S. P. L. M. Zack, zack, Digga. Tom. Fette Dutzle! Hallo, nee! Tschüss, auf Kuss! Ah, ja! Oh. Ah! Tut so weh! Tut das eh hier, oder was? Ich mach noch ein paar Hunde. Der Wurm, Digga! Der Wurm! So fühl ich's, Digga! Die Würmer sind immer am geilsten, jetzt! Da ist der Wurm drin! Haben sie heute schon
eingetrichtert. Also ganz ehrlich, ich heute noch gar nicht und das ist eine Schande. Das ist traurig. Also wenn irgendjemand einen hat, würde ich gerne mal mitmachen, aber ja, ich finde bestimmt noch irgendeinen. Trichtest du dir einen rein oder wie? Machen wir! Und rappelt's heute noch? Weiß ich nicht, kommt noch wieder an. Ja. Wie viel haben wir heute schon drinnen? Ein, zwei. Ein, zwei? Was? Ein, zwei. Männer? Wo ist die Grenze? Ich hatte schon lange kein Blackout mehr, ich kann das gar nicht sehen. Und das ist mir total wichtig, weil sobald ich Kontrolle verliere, ja, immer drauf achten, ne? Auch mal ein Wasser trinken. 30 Grad warme Gratzkrone. Ja! Wen hast du damit gerufen? Meine Kollegen. Machen das nicht Hirsche? Von Hirsch zu Hirsch? Bist du ein Hirsch? Bist aber du ein geiler Bock? Aber Hirsch habe ich selten hier gesehen. Ja! Was haben wir hier? Hallo, Kevin Blickley. Dein bester Anmachspruch? Mein bester Anmachspruch? Muss nicht nur ein Fuchs sein, brauchst auch ein langes Schwall. Ja, Junge! Schwimm, pass auf! Hi! Da kommt ein Hai, Alter! Ja! Da kommt einer! Rappelt's heute? Heute rappelt's richtig. Ja. Wie viel Bier brauchst du denn, bis du richtig am Start bist? Also ich glaube, ich bin zu weit für das Interview. Wann? Also ich habe 4 Runden Flankyball hinter mir. Oh, und ab wie viel Bier werden die Männer noch attraktiver? Ja, da muss ich mir schon ordentlich was rein. Hi, seid ihr YouTuber? Ja, alles immer. Ich möchte mal ganz kurz was sagen. Mich freut einfach immer wieder, dass Leute am Leben sind und nicht sterben. Ich will einfach nur Drogen. Wie viel ich heute schon drin habe. Also, da wäre einmal die Nase Coke, dann die Nase Pep, dann einmal noch Heroin. Ja, laber doch nicht, Digga. Ja, dann war es halt nur Coke. Und ein Anmachspruch für eine Dame? Ich muss mich erinnern. Fuchs oder Nutten, was ist besser? Nein, falsch! Das Kuss ist wichtiger. Was sagst du dazu? Oh. Also, das kriegt er dabei. Nee. Wir machen so: Wir treffen uns in der Nacht beim Campingplatz 1. Ja, und dann? Und dann rauchen wir eine riesen fette Bombe. Nee. Bis wir so richtig ins All fliegen. Mein Bruder hat's ja richtig drauf. Ja. Sauf, stirbst, sauf, shit, stirbst auch, also sauf. Oh. Und an die Kinder da draußen. Später, wenn ihr mal alt seid, nehmt ganz viele Drogen.